Oh, willst du mich verarschen? Das hat doch gerade geklappt. Heyo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Mainboard, das mich hasst. Ich möchte euch ja eine kleine Geschichte dazu erzählen und euch irgendwie dann am Ende so fragen, was soll das Ganze? Ist das irgendwie kaputt oder? Also, ne, das ist, ich finde die Geschichte total komisch. Ich, keine Ahnung. Also es geht auf jeden Fall um das Asus P8BM. Und das ist ein Server-Mainboard, das habe ich mir gekauft, weil ich irgendwann vor Jahren mal ECC-RAM DDR3 gekauft habe für 5 Euro, ich glaube 16 GB oder ein bisschen mehr waren das. Und die habe ich nur gekauft, damals, das war 2016 glaube ich noch, da hatte ich auch noch gar keinen Führerschein, habe ich nur gekauft, weil er gesagt hat, ach, die sind kaputt. Und ich habe direkt gesehen, oh, das ist ECC-Server-RAM, da liegt bei ihm ein Irrtum vor, man benötigt einfach nur eine Xeon-CPU und ein Server-Mainboard dafür, dass das zusammen funktioniert. So, und deswegen habe ich dann ein Server-Mainboard, nämlich dieses Mainboard hier, mir zugelegt für 25 Euro. Und das gab eine ganze Menge Probleme und ich möchte euch jetzt alles so nacheinander erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und das dann als kleine Geschichte verfassen, was sich hier heute zugetragen hat und was mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und das fing auch schon sehr, sehr komisch an. Ohne dass ich jetzt irgendwas mache, fällt euch was auf? So. Hier, guckt euch das mal an. Hier steht Panel 1 dran. Hier steht dann auch die Erklärung zu Panel 1. Das sind die Reset-Schalter, Power-Schalter, Speaker, Power-LED und HDD-LED. Wenn man das Ding jetzt startet, das habe ich leider schon gemacht, beziehungsweise Strom zuführt, weil ich habe das zwar gesehen, habe mir erst nichts dabei gedacht und nur im zweiten Moment, als das Ding gerade an war, da saß ich hier so und dann, Moment mal, das sieht nicht in Ordnung aus. Ich war es auf jeden Fall nicht. Der Vorbesitzer sagte mir, nö, das war eigentlich alles so gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Vielleicht war sein kleiner Bruder oder so im Raum gewesen, hat das gesehen und sich gedacht, nee, die müssen alle hier unten in die letzte Ecke, sonst sieht das nicht ordentlich aus. Einmal kurz als Erklärung, diese kleinen blauen Dinger, die nennen sich Jumper. Hat man früher ganz, ganz oft gebraucht, so wie ich das mal gesehen habe bei älteren Mainboards und CPUs, dass man wirklich noch Jumper setzen muss anhand der CPU, des Arbeitsspeichers oder irgendwas in der Art, ist noch ein bisschen vor meiner Zeit. Dann musste man das bei IDE-Kabeln machen, dass man über ein IDE-Kabel zwei Laufwerke laufen lassen kann. Master und Slave, vielleicht schon mal gehört. Aber heutzutage auf Mainboards ist das eigentlich nur dazu da, um verschiedene Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne dass man ins BIOS muss. Beispielsweise LAN-Anschlüsse, interne Grafikeinheiten, 5 Volt Standby, USB, SATA-Modi oder irgendwas in der Art. Und bei diesem Mainboard gab es wirklich verdammt viele Anschlüsse, auch für Temperatursensoren, die man direkt am Mainboard anschließen konnte. Und wenn man da nichts anschließt, damit es nicht zu Problemen kommt, damit Temperatursensor 1 und 2 keinen Fehler ausgeben, muss man da wahrscheinlich einen Jumper draufpacken, wenn man diese Funktion aktiviert hat oder nur einen Sensor benötigt und dann ne, irgendwas in der Art ist auf jeden Fall richtig komisch. Aber was jetzt am problematischsten ist, wenn man solche Jumper nicht oder nicht richtig setzt, dass es zu Problemen führen kann oder wie hier wahrscheinlich auch zu einer Art Kurzschluss. Ne? Weil das Wichtigste ist eigentlich, das hat jedes Mainboard, sind wahrscheinlich 3 Pins zu finden. Diese Schaltstellung bedeutet alles in Ordnung und diese Schaltstellung bedeutet bitte CMOS, bitte das BIOS resetten. Also nicht löschen, sondern nur resetten, alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen für, weiß ich nicht, wenn man eine andere CPU eingebaut hat, anderen Arbeitsspeicher. Wenn man übertakten wollte und das nicht geklappt hat, muss man das manchmal machen. Und wenn eben dieser Schaltzustand alles in Ordnung nicht gegeben ist, dann kann es sein, dass das Mainboard gar nicht erst hochfährt, dass es nicht angeht oder irgendwas in der Art. Und das wird hier wahrscheinlich passiert sein. Deswegen ist wahrscheinlich vorher gar nichts passiert. Und irgendwie fand ich das sehr, sehr komisch. Ich habe den Verkäufer kontaktiert, der meinte, nö, das war ich nicht gewesen. Finde ich jetzt etwas fraglich, wie man so etwas nicht merken kann, weil er meinte, ja, das war vor kurzem noch in meinem PC verbaut, bla bla. Er hat mir dann auf jeden Fall ein Bild geschickt, wie das aussehen sollte, aber das Bild, was er mir geschickt hat, war zwar das gleiche Modell, es passte aber trotzdem nicht, weil es wahrscheinlich eine andere Revision war. Der PC Express Slot, der war nicht blau, sondern grau und andere Sachen waren anders positioniert auf dem Mainboard, also, naja, das war einfach komisch irgendwie. Hab nun ein Bild gefunden und zwar von Walmart. Da kann man das nämlich noch für 94 Dollar kaufen, aber es ist out of stock. Und dieses Bild hat eine Auflösung von, oh, das stand hier bei Google, glaube ich, dabei, von 1500 mal 1500, das reicht mir auf jeden Fall. Die anderen Bilder mit 640 mal 640, die sind, naja, grauenhaft.
Ich würde sagen, ich stecke da mal ein bisschen, genauso wie es hier drauf steht. Und ich nehme mal vorsichtshalber die Batterie raus. Einfach nur mal so. Aber wie kommt man auf die Idee, die alle da unten hinzupacken? Tja, war jetzt doch gar nicht so schwierig. Also könnte ich nur jedem empfehlen, sich ein qualitativ hochwertiges Bild bei Google rauszusuchen. Da muss man dann allerdings hier oben dann auf den Suchfilter gehen und dann die Größe groß auswählen, weil die ersten paar Bilder waren alle nur so höchstens 800x600 oder so. Ne? Und dann, wenn man einfach das Mainboard eingibt, was man hat und keine Lust hat, die Bedienungsanleitung genauestens zu studieren, dann kann man es ja so machen. Dann können wir jetzt ja mal schauen. Wo ist mein schöner Schraubenzieher? Da, hier leuchtet was. Der fünfte Pin ist hier. Aha. Piep, piep, piep. Oh Mann. Tja, und das war jetzt einmal lang und zweimal kurz. Und wenn wir da mal eben googeln, steht bei Wikipedia, bedeutet einmal lang, zweimal kurz, piep, dass es ein Problem mit der Grafikkarte gibt. Aber das kann nicht sein, weil die GTX 750 absolut in Ordnung ist. Und die Onboard-Karte eigentlich auch in Ordnung ist, zumal die gehen eigentlich nicht kaputt. Ne? Und das ist ein Server-Mainboard, was eigentlich 24/7 hätte laufen sollen. Also kann man sich das auch nicht so wirklich vorstellen. Ich habe dann noch in der Anleitung geschaut und da stand auch wirklich drin, ja, habe ich ja gerade gesagt, mit den Clear-CMOS-Zuständen hier, dass wenn dieser erste Schaltzustand alles in Ordnung nicht gegeben ist, dass das Mainboard nicht vernünftig hochfahren würde. Jedenfalls habe ich danach dann mal den ECC-RAM rausgenommen. Da war ja die ganze Zeit drin. Da habe ich ganz normalen Arbeitsspeicher reingepackt. Und dann hat er viermal gepiept. Viermal kurz. Und das bedeutet, dass der Systemtimer ausgefallen ist. Da stand noch in Klammern dabei, BIOS-Batterie wechseln oder BIOS-Batterie fehlerhaft. Habe ich geschaut. Oh, die BIOS-Batterie war wirklich leer. Die habe ich dann gegen eine neue ersetzt mit 3 Volt. Also das dürfte eigentlich alles in Ordnung gewesen sein. Da war ich auch irgendwie erfolglos gewesen. Ich habe dann sogar die CPU noch gewechselt. Auch gegen eine, die auf der CPU-Support-List stand, nämlich i5 und i7 stand da nicht dabei. Ganz komisch. Hat aber leider auch nicht funktioniert. So, neuer Tag, neues Glück, so irgendwie. Und jetzt kriegen wir zumindest ein Bild. Und es sollte auch irgendwie alles laufen. Was hat Philipp gemacht? Er hat das gemacht, was man eigentlich nicht tun sollte. Zumindest habe ich das mal in irgendeiner Anleitung gelesen. Da habe ich nämlich diesen Jumper, der ja für den CMOS-Reset verantwortlich ist, in die rechte Position gestellt, das heißt, um das BIOS zurückzusetzen, und habe den PC dann mal starten wollen. Das ging natürlich nicht, weil wenn das BIOS resettet wird, dann kannst du ja nicht aufs BIOS zugreifen. Da habe ich den abgenommen, dann ist das Ding direkt angegangen und eben wieder ausgegangen. Habe ich jetzt in die normale Position gesetzt und dann konnte ich es zunächst nicht einschalten. Ich habe es am Netzteil ausgestellt, wieder angestellt, als die LED erloschen war, gestartet, er hat zweimal gebraucht, ne? Und nun haben wir auch endlich ein Bild. So, und jetzt ist aus, kann ich ja die Xeon-CPU mal reinwerfen und dann mal schauen, ob der ECC-RAM tatsächlich irgendwie funktioniert. Jetzt mit dem Xeon hat er sich gerade wieder beschwert. Habe ich also wieder auf die rechte Position gestellt. Und wenn ich das Mainboard jetzt starten möchte, geht das hier nicht. Und wenn ich das jetzt abziehe, dann startet das Ding und geht wieder aus. Und so wie gerade dürfte es jetzt nicht hochfahren. Nee. Also vom Strom nehmen. Strom dran. Mhm. Aha, okay. Also muss man bei diesem Mainboard bei jedem CPU-Tausch einmal das BIOS zurücksetzen. Musste ich bis jetzt nicht machen bei anderen Mainboards. Das hat er nämlich dann immer automatisch gemacht. Okay, wenn wir das jetzt so lassen und dann den ECC-RAM einbauen, dann dürfte das ja auch zusammenklappen. Und jetzt wird es irgendwie kurios. Der hat dann nämlich gesagt, mit dem Server-RAM einmal lang, zweimal kurz. Also Grafikkartenfehler. Ich denke mir, okay, die Grafikkarte, die müsste ja funktionieren. Also die Onboard-Grafikkarte war es ja. Und es gab ja extra auch einen Schalter, um die Onboard-Grafiklösung permanent auszuschalten beim Booten. Und da gab es dann einen kurzen, einen lang und 8 kurze Pieps. Das bedeutet, es gibt einen Fehler mit dem Videospeicher. Also komplett verrückt. Und wenn wir jetzt eine Grafikkarte draufpacken, nämlich diese hier. So.
Wenn ich den jetzt starten möchte, dann piept er viermal. Und wir sind wieder beim Systemtimer. Wieso sind wir beim Systemtimer, wenn ich diese Grafikeinheit verwenden möchte? Und wenn ich dann jetzt sage, okay, wir nehmen die interne Grafikeinheit wieder dazu. Dann piept er wieder viermal und das bedeutet Systemtimer. Ich nehme jetzt nochmal die GTX 750 von hier. Die hat nämlich keinen extra Stromanschluss. Ist auch eigentlich egal, weil, ja, ist egal. Ja, und auch diesmal mit der GTX 750, die eigentlich funktionieren müsste. Ich habe sie vorher getestet, läuft es nicht. Und man kann auf einmal kein BIOS-Reset mehr machen, weil sobald man dann den Jumper hochzieht, fährt das Ding direkt automatisch hoch und meckert mich dann an wieder mit diesen vier Pieptönen. Echt super. Ich versuche es jetzt nur mal mit einem. Aha. So. Oh, willst du mich verarschen? Das hat doch gerade geklappt. Oh well. I found a little Hundeficker. Sieht man das dort direkt in der Mitte? Dass ein Pin etwas daneben liegt. Ja, jetzt ist der Pin in den Grund gefallen. Immer diese Feinarbeiten. Na komm. Nur ein bisschen. Ich kann das nicht, während ich die Kamera festhalte. Ich finde es echt komisch, dass ich das nicht gesehen habe, dass die CPU-Pins irgendwie verbogen waren. Nicht die CPU-Pins, sondern die Sockel-Pins. Ich gucke mir normalerweise jeden Sockel noch einmal an, bevor ich da eine CPU reinsetze. Ich meine, ich habe da schon 3-4 Mal jetzt eine CPU, glaube ich, gewechselt und hin und her, aber dabei verbiegt man eigentlich nichts. Besonders nicht da, so quasi in der Mitte, an der Seite vielleicht, wenn man da mit dem Fingernagel mal drankommt. Ja gut, dann habe ich die CPU auf jeden Fall wieder eingebaut und das BIOS konnte ich nicht resetten, weil der irgendwie mich nicht gelassen hat. Keine Ahnung. Und dann war ein Kumpel da, der Lukas, der hat mir dann sein schönes repariertes Auto gezeigt. Und das eine Stunde später ungefähr, ne? Und dann ging es auf einmal wieder. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwas mit Hitze könnte das ja sein. Das Mainboard war ja abgekühlt. Und dann habe ich auf jeden Fall gleich bei der Gelegenheit ein BIOS-Update gemacht auf die neueste Version von 2018 tatsächlich schon, beziehungsweise noch. Und habe dann gehofft, dass das Problem vielleicht dann behoben ist, so ungefähr, und habe dann auch voller Vorfreude dem Verkäufer geschrieben, ja, läuft jetzt alles wieder. Hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen, oder? Ja gut, der PC ist jetzt hochgefahren. Die Bildschirmauflösung oder Skalierung ist noch nicht in Ordnung. Das ist aber erstmal egal. Na, und wir haben auch nur die Grafikeinheit, die da drin ist, mit 16 MB Grafikram. Das ist einfach nur dazu da, dass man auch einen Grafikausgang hat, auch wenn da eine Xeon-CPU drin ist, weil Xeon-CPUs haben ja keine interne Grafikeinheit. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal ganz langsam an mit irgendwelchen Veränderungen. Ich packe hier erstmal den Xeon drauf und dann wieder die 16 GB RAM. Und das hat hier leider auch nicht funktioniert, keine Ahnung. Ich habe langsam die Vermutung, dass wenn das Ding ein bisschen rumsteht, also kalt geworden ist, dass es dann einmal startet, aber sobald es warm geworden ist, dass es dann zwar noch läuft, aber wenn man neu starten möchte, dass es eben nicht mehr geht, aber das können wir ja ganz einfach feststellen. Ich habe es einfach nur stehen gelassen, jetzt gerade mit dem Xeon, glaube ich. Ja gut, Vermutung nicht bestätigt, leider. Warte, ich wechsle mal eben die CPU. Nein, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe nochmal den anderen Arbeitsspeicher genommen. Ich habe hier ja dieses, also der ist jetzt gerade in der Funktion, eigentlich das BIOS zu resetten, aber das klappt nicht. Und Hauptproblem ist einfach, dass das Mainboard nicht direkt wieder angehen sollte. Das hat es ja zu Anfang auch nicht gemacht, wenn man das hier rausnimmt. Und wenn er jetzt nicht rummeckern würde und einfach nicht angehen würde, dann wäre das auch ein komplett normales Verhalten. Und ich habe hier so ein kleines Diagnoseboard, kommt aus einem von einem Zuschauer mir geschenkten Workstation-PC. Der sollte jetzt eigentlich Fehlercodes anzeigen, aber ich kann hier tausendmal auf Reset drücken, es funktioniert nicht. Ganz ruhig. Wir nageln das Ding schon an der Wand, glaube ich. Das ist echt nervig, dieses Scheißding. Alle CPUs, die ich getestet habe, stehen auf der offiziellen Supportliste. Das neueste BIOS ist drauf. Was willst du da noch machen? Keine Ahnung. Und wenn er mich das BIOS nicht resetten lässt, weil er dann direkt wieder anfängt, piep, 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 piep zu machen, dann, ja, Systemtimer ausgefallen. Super. Und das Diagnosemodul sagt übrigens auch nur die ganze Zeit FF.
Und das zeigt es eigentlich nur ganz, ganz kurz an, bevor das Mainboard und das Diagnosemodul damit anfängt anzuzeigen und das Mainboard wirklich anfängt zu testen. Ja, Arbeitsspeicher, ist der in Ordnung? Ist die Grafikkarte in Ordnung? Ist der Prozessor in Ordnung? Na, aber ja, das sind meistens... Das sollte man eigentlich immer im Hinterkopf haben, wenn man sich gebrauchte Teile bestellt. Aber ich hatte in letzter Zeit echt Glück gehabt, dass eigentlich alles irgendwie funktioniert hat. Auch wenn man da ein bisschen was ausprobieren musste. Aber ja, ist eigentlich ein Server-Mainboard. Die Dinger dürfen gar nicht kaputt gehen. Die müssen 24/7 laufen. Normalerweise. Nun, ist das jetzt meine Schuld, dass es nicht funktioniert? Hätte ich einfach sagen müssen von Anfang an, wow, das sieht komisch aus. Das schalte ich nicht so ein, gebe ich direkt wieder zurück. Ich meine, was soll ich dann dem Verkäufer sagen? Ich habe ja erst mit dem dann noch ein bisschen geschrieben. Er meinte, ja, zurücknehmen will ich das irgendwie nicht. Ich habe noch hier andere Sachen, die ich verkaufen könnte, irgendwie so. Vielleicht willst du die ja haben. Und ich so, nee, ich will das nicht haben. Ich will nur, dass mein Mainboard hier funktioniert, weil ich eben den ECC-RAM verwenden möchte oder so. Theoretisch hätte ich doch eigentlich ein Recht darauf, weil das Ding nicht funktioniert, dass ich das zurückgebe. Ich meine, es geht jetzt um 25 Euro, aber trotzdem ist das ja... dann nicht meine Schuld. Und ich habe ja schon richtig viel getan, weil ich wirklich wollte, dass das funktioniert. Und es klappt nicht. Ich meine, er wohnt in Hobsten. Ne? Das sind 15 bis 20 Kilometer, ist jetzt nicht die Welt, aber sind auch 3-4 Euro an Spritkosten, die ich dann wieder investieren müsste. Und das ist dann auch wieder doof. Ja, ne? Etwas Kaputtes zu verkaufen, sollte man allgemein nicht tun. Aber... ja, dann können wir vielleicht das Mainboard noch verbrennen oder es kann ja die Mainboard-Wand oder so. Ja gut, lass mich mal eure Meinung dazu hören und dann vielleicht werde ich mich nochmal dran setzen. Aber bis dahin würde ich dann sagen, dass ich mich fürs Zuschauen recht herzlich bedanke, wie immer. Und dass wir uns in einem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Guckt euch meine anderen Videos an oder lasst es sein. Irgendwo hier wird wahrscheinlich schon längst verstehen, so funktioniert eine PS3 mit Batterien oder irgendwie sowas. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.